Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2 War of the Chosen. Weiter geht's! Nicht jetzt, würde ich mal sagen. Ich werde aus dieser Niederlage lernen und stärker und weniger anfällig gegen ihre Taktiken wiederkehren. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Ja, das weiß ich. Wenn wir langsam wollen, müssen wir uns beeilen. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Ja, die Plattenrüstung. Und der Sturmanzug. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander? Die treffend benannte Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen. Ja. Das ist jetzt etwas zu teuer. Genau gesagt, um 5. Wir haben bemerkt, dass die Avenger dazu neigt, nach vorne zu kippen, wenn... Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ja, Energie ist fast durch. Einsatzbereit. Oh ja. Jetzt ist das Energierelais fertig. Gut. Verdeckten Aktionen mussten unsere Soldaten einiges einstecken. Oh, verwundet, okay. Das Team hat uns versprochen, dass alle wieder umkommen. Bei unserer letzten verdeckten Aktion haben wir wieder etwas. Okay, Einfluss ist gestiegen. Ballistikmodellierung? Was ist das denn? Und das will was heißen. Die Dinge laufen so gut, dass meine Schnitter neue Ziele entgegennehmen können. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Also mindestens ein Sergeant. Moment. Also gefangen nehmen kann ich nicht ab.
Ja, das ist so okay. So kannst du los. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. Gerade noch so geschafft. Signal ist laut und deutlich. Neue regionale Kontakte gefunden. Der lokale Widerstand, okay, mit dem wir gerade den Kontakt hergestellt haben, hat uns all seine Informationen zum Konsulenten geschickt, der in dieser Region operiert. Sie wollen mich also angreifen. Das ist der Schwierige von beiden. Von allen drei, besser gesagt. Commander. Das könnte problematisch werden. Avenger-Energie könnte wichtig werden. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens. Immun gegen Nahkampfangriffe. Ist sowieso egal. Die fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Mein Training, mein Fokus, all meine Bemühungen wurden belohnt. Ich bin gestärkt. Ich glaube, das mit dem Schwarm verloren an jeder Mission werde ich verhindern. Sie sind der Boss. Ich hole mir erstmal die Avenger-Energie. Es ist genau, wie ich gehofft hatte, Commander. Hey, das wird inspiriert. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Ja, ich brauche ja auch ein paar Informationen mal wieder. Ich habe nur ganz wenig. Kommunikationseinrichtung eingeleitet. Oh, da unten. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen. Oh ja. Commander. Magnetwaffen? Ich würde sagen, ja. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. Wird Zeit. Da sind wieder Vorräte. Aber ich hole erstmal diese Vorräte da. Okay, Projekt ist weiter. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen.
So, Trainingszentrum wird gebaut. Ah ja. Beschütze das Gerät. Robotische Gegner. Setze Kurs auf Westasien. Ich habe eine Waffenverbesserung. Ein Stecher. Ich nehme mal meinen Templer mit. So, mehr Schaden, bitte. So. Dann würde ich mal sagen, so kann ich jetzt den Einsatz starten. Ich habe nichts, was ich jetzt noch bräuchte. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Sehr viele mechanische Gegner. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Sehr viele Mechs. Angeblich zieht der Widerstand in diesem Gebiet über eine provisorische Anlage kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts aus dem Advent-Netzwerk. Aber die Aliens haben scheinbar Wind davon bekommen und schicken Verstärkungen, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das Gebiet zu sichern und das Gerät zu schützen, bevor sie es zerstören können. Mal gucken, ob ich welche
schon am Anfang entdecke. Du gehst bei dahin. Und ich habe schon wieder diesen Bug, dass der immer noch die ganze Zeit... Und du rennst. Dahin. Wie viel Leben hat das Teil noch? Wie viele Mechs sind hier denn? Drei Schaden nur? Daneben? Bist du wahnsinnig?
Könntest du mal bitte den treffen? Ich würde sagen, Hilfsprotokoll. Ja, er lebt noch. So, Granate. Moment. Ich weiß ja nicht, wie viele Gegner es sind. Daneben! Au. Pariert. Okay, wann habe ich den denn gesehen? So, Beförderung. Du gehst mal dahin.
3 Schaden nur. Imitationsgerät. Dahin. Nur 4 Schaden? Mhm. So, 5 Bitte triff!2 Schaden. Aua. Du holst dir mal das hier. Wer hat am meisten Schaden bisher? Oh ja, du!
Hallo, ich sehe euch. Einer weg. Parieren. Au. Au! So, Granate! Natürlich verfehlst du! Au! Ich glaube, jetzt sind alle verletzt. Natsu, wieso triffst du nie? Jetzt nervt der Bug, weil es jetzt alles ein bisschen verlängern. 9 Mechs. Hallo. Ah, 4 haben sich verletzt. Ich glaube, der Templer hat sich nicht verletzt. Mann.
Kommandometer, das war eine... Trotz all der Zerstörung, die XCOM zu verantworten hat, weigern sie sich, die Wege der alten Welt zu verlassen. Sie werden ihre mutwilligen und rücksichtslosen Verbrechen fortführen, bis alles um sie herum brennt. Wir danken den Ältesten, dass sie uns dabei helfen, diese Gefahr für immer zu bannen. Ich brauche auf jeden Fall die Magnetwaffen. Oh, da ist eine Kameradschaft verfügbar. Oh ja, das ist gut. Oh ja, Sanitäter. Hallo, Commander. Angst vor Mechs. Oh nein. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.